Nuvo Salkenen hat meine Vorfahren als Namo genommen, weil wir wollen innovativ sein, kreativ, und das haben wir eigentlich das letzte Jahr gemacht. Der Urgroßvater Ferdinand war Rebinspektor, ist eigentlich die Person, die die Top-Reblagen hier in Salgas zusammengekauft hat, was wir jetzt eigentlich profitieren, weil der Wein macht man im Rebberg und nicht im Keller. Der Grossvater hat nachher das Angro verkauft, Deltro, Adrian und Rosmarie, die eine wahnsinnig grosse Arbeit gemacht haben und direkte Verkäufe gemacht haben bei den Kunden. Wir machen eigentlich genau das Gleiche und probieren das einfach in Perfektion zu machen und wollen einfach qualitativ den höchstmöglichen Genuss bereiten in unseren Kunden und uns selber. Aktuell besonders stolz bin ich auf meine Töchter, weil die Töchter entwickeln sich wunderbar. Sind alle im Studium, an Weiterbildungen. Ist natürlich schön, wenn man eine schöne Familie hat. Und auf die Familie, da sind wir schon seit Generationen stolz. Also, Zalkes hat wunderschöne Geschichten. Wir haben neu das B&B Vino Veritas gebucht, wo ihr euch 3-4 Nächte hier übernachten könnt. Ihr könnt wunderschöne Rebwanderungen machen, könnt in das Naturparkgebiet Finfange gehen, könnt ein wunderbares, jetzt sehr gutes Restaurant über euer Restaurant Barrick, wo ihr könnt eine Raclette-Degustation machen oder ein Fleischfondue essen. Aber ihr könnt einfach nur hier in Salgas euch verweilen, die Sonne geniessen und ein gutes Fläschchen trinken. Also, ich würde sagen, natürlich der Sira Diego Mathieu aus der Familie Ligno La Famille, jeder von unseren Vorfahren und euch Nadia, meine Frau, haben den Wein, ich habe den Sira. Der ist mir gewidmet und ich sage immer, so wie ich uns sehe, so schmeckt er. Breite Schultern, wunderschönen Körper und einen langen Abgang. Was wollen wir mehr?